Willkommen, Freunde, zu der Vernichtung der Wüstenräuber in den Katakomben, in der großen Halle da. Einige habe ich in der letzten Folge schon, so gut oder schlecht mal so ein bisschen mit dem Degen niedermetzeln können. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, das hört sich so an, als täten sie direkt hinter der Tür stehen. Ein Dämon bringt ja nichts, wenn die so viele direkt hinter der Tür stehen und als Pulk eventuell rauskommen könnten. Dann werden wir das mit der Eiswelle mal versuchen. Und jetzt machen wir die Tür auf. Und da sind sie auch schon. Okay. Los, kommt mal rum. War ich der Meinung, die würden hier, was weiß ich, hier voll fett hinter der Tür stehen. Hab ich mich wohl vertan. Nein! Ja, los, kommt raus. Okay, mal gucken, wie viele Wüstenräuber ich hier... Okay, muss ich aufpassen. Hier kommt keiner mehr. Oh, aber da hinten ist noch einer gewesen. Mal trinken und speichern. So ist natürlich klar, dass während ich was getrunken habe, dass da das Eis sich wieder aufgetaut hat. Dann wollen wir mal hier... Nein. Oh. Okay. Die Tür ist halb offen. Warum ist die Tür halb offen? Was ist das denn? Das ist ja lustig. Intelligente Physik, weil eine Leiche dazwischen liegt. Oh, okay, der bleibt in Position. Da ist noch einer. Na? kommst du durch die Tür, du? Ah, der hat nicht getroffen da hinten. Er kommt nicht durch die Tür. Oh. Was ein Zippern. Das geht doch gar nicht hier. Komm. So will ich das nicht haben. So, pass mal auf. Jetzt werde ich mal ganz schnell die Tür von innen zumachen. Oder von außen innen wieder aufmachen, um bessere Übersicht zu bekommen. Der Typ steht da nicht mehr. Nomadenschwert liegt im Weg. Ach, da hinten ist er. Okay. Zwei. Ey, Alter, zwei. Okay, kommt keiner mehr hoch. Um da jetzt durchzugehen, das finde ich jetzt dull. Weil die werden nämlich da alle schön lauern. Das ist mir klar, dass die das tun werden. Ah, das ist doof, wenn man... Ja, okay. Hallo. Echt dull. Ich riskiere es mal. Abgespeichert habe ich ja vorhin. Hallo, schauen wir mal. Da ist wer doch! Ja, ich weiß, dass ich jetzt sowieso keine Chance gegen den habe. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal gelunzt, dass da wer doch ist. Den hole ich mir auch noch hier hin, oder was? So. Gucken. Der Werdocher. Ich habe den Werdocher gefunden. Ich krieg die Krise. Nicht zu fassen. Naja, auf jeden Fall bin ich auf der sicheren Seite, dass ich jetzt den Werdoja oder Werdocher gefunden habe. Gucken wir mal eben ums Eck, ob er da noch stehen tut. Nicht zu plündern. Okay, nicht zu plündern. Nein, leider nicht. Leider nicht. Oh, da ist wieder einer. Da sind auch zu viele. Ja, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen Concentration hier. Ich muss hier konzentriert arbeiten. Concentration, are you ready? Let's go. So, gucken wir mal, ob wir denn aus der Entfernung den Wüstenräuber hier kriegen. Ah, Mist, das ist ein bisschen zu. Na, komm. Schade. Manchmal klappt's nicht. So.
Elite-Wüstenräuber. Gleich links daneben jetzt. Mensch, Pfeile! Nicht jetzt? Nee, das ist echt ulkig. Ich treffe hier nichts. Vielleicht treffe ich dich. Ja. Den treffe ich. Er trifft mich auch. Mal gucken. Aber bis jetzt ist es noch nicht so kritisch. Da, renn so schnell wie du kannst! Ja, raus, 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 raus! Also der ist schon mal hin. Wunderbar. Jetzt ein Kaffee. Und speichern. Ja, ich habe auch einige gut gemeinte Ratschläge bekommen. Also von wegen, ja, versuchst du doch mit dem Golem oder mit dem Dämon abzulenken. Golem-Spruch habe ich leider nicht mehr. Ich hatte da nur noch einen gehabt. Und Dämon-Spruch habe ich ausprobiert im Off mal gehabt. In der letzten Folge klappte aber auch nicht, weil der Dämon war hinüber ganz, ganz schnell. So, dann gucken wir nochmal. Wen können wir denn nochmal so treffen hier? Das war ihn hier. Ist der eine noch tot? Na, der ist verschwunden. So. Oh, da ist einer. Nee, das ist Funkenflug gewesen von der Fackel. Mann. Mein Gott, die Flanke ist doch besonders empfindlich. Jetzt, jetzt. Na, okay, das bringt das wieder nichts. Jetzt bleibt er da stehen. Aber da ist einer. Oh, Mann. Nein. Wo waren die? Das hast du verdient, Mistkerl. Hä? Okay, auf ein neues. Ich habe jetzt mal den großen Feuerball eingeladen, dass wenn da hinten... Ach du liebes bisschen, jetzt die Tür wieder zu. Okay. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir mit dem großen Feuerball wenigstens einen so richtig wegballern. Ah, da ist auch einer. Hm? Irgendwo hier, da ist einer, okay. Der mich eben getroffen hat. So, dann können wir aber trotzdem noch ein bisschen die Tür als Deckung nehmen. Jetzt frage ich mich, warum Elite Wüstenräuber... Aha, den habe ich noch gar nicht gelootet. Okay. Noch, ah ja, die habe ich noch alle kaum gelootet, ne? Gucken wir mal eben. Da ist noch einer. Okay, speichern. Und jetzt versuche ich doch noch mal. So, der wird nicht anvisiert hier. Nur der wird anvisiert. Aber was ist davor? Nichts ist davor. Ah, der jetzt wird. Nee, das ist. Jetzt wird er anvisiert. Gut, da musste ich mal gucken. Wenn wir erstmal hier die Feuermagie mal ballen. Der ist natürlich nicht gerade zimperlich gewesen, was die doch gerade gezogen. Ah, schade. Also. Oh, gleich zwei von der Sorte. Okay, der eine ist schon... Und Verdocher. Oh, ich habe Verdocher hier direkt vor mir. Nein. Der ist gut, der zieht mich ab hier, Menno. So, jetzt habe ich ein bisschen mich mit Mana wieder aufgefrischt und mit, genau. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier noch um die Ecke lunzt. Ich weiß, da hinten ist noch einer, der ganz fies da bei der Schmiede irgendwie sein Unwesen treibt. Ja, okay, da kommt einer schon mal ums Eck. Der hat mir auch gleich schon eine verpasst hier. Das könnte klappen. Wunderbar. Ja, mühselig sterben die Wüstenräuber. Schön. Sache das. Und es gibt unheimlich viele Sachen. Ja, man kann das natürlich auch im Schnellverfahren machen, wenn man richtig viele globale Zauber hat oder im vierten Kreis ist, den ich noch nicht erreicht habe. Weiß der Geier auch warum. So. Rechts ist hier niemand. Aha. Hier wer? Hallo? Noch wer? Verdocher versteckt dich noch. Wo ist Verdocher? Oder Verdoja?
war eine Fliege. Die dürfte ich alle gelootet haben. Hier fehlen die Dings, die Einträge. Moment, sicherheitshalber nochmal gucken. Nein, auch nicht. Oh, Warum? Da ist er! Oh, Alter, da ist er! Diese feine Ratte da! So, pass auf, das gehen wir mal. Oh nein! Hey! Guck, guck! Das wird jetzt lustig. Leute, wird doch alles gleich kaputt. Ja! Quest Kopfgeldjäger, Uga! Sonst noch was? Was hat er denn noch Wichtiges? Nee, auch kein Schlüssel. Quest Kopfgeldjäger Ogre. Gucken wir gleich mal nach. Okay, gucken wir nach hier. Kopfgeldjäger Ogre. So, das dürften alle von Verdochas Bande gewesen sein. Ich habe Verdochas Banditen vor der Stadt beseitigt. Das war ja schon länger her. So, vielleicht finde ich mich mal in den toten Räumen irgendeinem, was mir weiterführt. Genau, richtig. Das haben wir schon mal geschafft. Dich haben wir gelootet. Dann ist da hinten noch einer, der da noch zu looten ist. Ah, schöne Sachen das. Mal alle schön verkaufen und zu Geld machen. Ja, dann wollen wir mal systematisch mal hier vorgehen. Erstmal gucken. Ja, eine Pfanne, die ist ja auf dem Dings. Auf dem Feuerchen. Eschenbogen. Etwa doch als hin. Okay, dann werde ich mich mal doch ein bisschen hier hinlegen und mich auf die Art und Weise regenerieren. So. Dann gehen wir mal in die Truhe. Die ist auch nicht abgeschlossen. 40 Federn und das war mein Kuli eben. Und dann Pfeilspitzen. Naja, schön. Okay. Sind die so gutgläubig? Das sind dann Räuber, ne? Aber, Werkbank ist klar. Baumstämme. Jö, oh Gott. Kann ja nicht schaden. Die kann ich nachher. Dann kann man auch hier hacken, weil hier eine Holzfäller-Axt ist. Gehen wir erstmal weiter. Werden das alles später im Off verarbeiten. So. Ganz Wein aus Varant. Junge, Junge, Junge. Kessel. Gucken. Könnte ich was kochen? Fleischsuppe, Schinkensuppe, Brotsuppe kann ich alles dann später machen. Okay. Also die haben sich hier gut eingerichtet, muss ich schon sagen. Und dann Elixier der Heilung. Jetzt liegt Verdocha hier. Okay. Wein aus Varant. So, dann eine Kiste mit wertvollen Gegenständen. Werden wir auch noch alles gucken. So, die ist aber jetzt verschlossen. Oh, was eine lange Kombo. Moment mal, ein Lederbeutel, ein paar Münzen. Vier Stück voller Münzen. Und dann hier, wow, das ist natürlich Geld, was uns richtig erfreut. Wow, da sind wir richtig reich. Also ich gehe hier nochmal so quer durch. Ach, jetzt sind die alle neu gelootet. Okay, neu gespawnt. Das heißt also, die brauche ich gar nicht. Aber das ist ganz gut, so dass die, dass der Rechner so intern mal aufgeräumt hat. Oh, war Holder. Und die dann da wieder hingebracht hat, wo sie eigentlich ursprünglich ihren, wo sie ursprünglich ihren Standpunkt hatten. Bein aus Farrand. So, was ist denn das? Hier ist das von der Decke gefallen? Nein. Was haben wir denn hier? Pilztabak. Hier liegen Sprüche. Nein, leere Blätter. Okay, leere Blätter. Dann haben wir hier ein Schreibpult. Da kann ich bestimmt noch nichts schreiben. Spruchrollen schreiben. Doch, zweiter Magiekreis. Ich kann auch nicht mal im dritten schreiben, obwohl ich den habe. Verwandlungsspruchrollen schreiben. Was kann ich denn machen? 10-mal Verwandlung in einen Löwen. Hört sich gut an. Mach ich mal. Okay, was anderes kann ich machen? Oh, hier Proviantkisten. Jede Menge Proviantkisten. Okay. So, die Truhe hatte ich ja gerade geknackert, Dude. So,
Wasserfass. Da kann man sich erfrischen. Hier haben wir Mana-Extrakt. Und hier ist die Winde, die garantiert da hinten genau dieses Tor aufgemacht hat. Siehst du, da kommen wir nämlich auch wieder durch. Also aber nicht hängen bleiben. Ach, das waren Holzsporen. Okay, wieder eine Kiste mit ganz vielen Gegenständen. Waffenbündel. Schön. Hier gibt es auch nichts mehr. Dann machen wir hier nochmal kurz unsere leeren Wasserflaschen voll. Kiste. 100 Stück sogar. Kann man auch immer verkaufen. Gerade in der Wüste, denke ich mal, sind die wertvoll. Bei wem? Das ist noch eine gute Frage. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt hier alles erstmal durchgelootet haben. Falls noch was fehlt oder es irgend noch einen Geheimgang gibt. Nee, habe ich nicht im Bücherregal noch gesehen? Stopp. Falls noch was fehlt, ein Pfeil zum Beispiel oder ein Eschenbogen. Ja, ich meinte im Bücherregal gesehen zu haben von oben. Nee, das war wohl dann irgendwie nur dieses Regal eben. Nee. Ja, das war das hier, wo ich dachte, das wäre ein Bücherregal. Das haben wir aber alles gelootet. Ja, dann werde ich jetzt mal im Off die Sachen mal auseinander friemeln und dann geht's weiter. Schwefel, ein bisschen Kohle und jede Menge Kolonialwaren. Also Lebensmittel habe ich hier finden können. Ja, gucken wir nochmal. Wen können wir denn nochmal aufsuchen? Ich meine, Torres könnten wir aufsuchen. Okay, richtige Klamotte. Das ist ja irgendwie, wie das gelaufen ist. So. Dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Na, weiter hier. Na, ja, so ein bisschen dauert ein bisschen. Geh. So, tele. So, das ist da noch nicht. Mal gucken, vielleicht sagt er ja was. Der Herr Torres. Wegen Verdoria. Oder Verdoria? Mal gucken. Wegen Verdoria. Ja, was ist mit ihm? Er ist tot. Und seine Bande wird euch auch nicht mehr belästigen. Bei Belia. Das ist eine gute Nachricht. Hier hast du deine 300 Goldstücke. Wie ist mein Ruf jetzt? Ist klar, die Bande habe ich erledigt, nur das Mehl fehlt ja noch. Und da habe ich ja auch den Hinweis bekommen, ja, mach doch den Sanchez Knockout. Knockout. Okay, das heißt, ich müsste, Moment mal, Amana? Hier Amana, richtig. Dann latschen wir mal von Amana, dann zur Mine da hinten hin, ne, Mine. Und dann gucken wir mal, ob... Ne, weil beim Klauen konnte ich den Schlüssel nicht abnehmen, weil da gar keiner vorhanden war. Und meine lieben Freunde, die immer fleißig eintragen, also fast immer eintragen, was ich auch sehr gut finde. Einer von denen hat geschrieben, dass ich mal den Sanchez einfach mal umhauen sollte, um zu gucken, ob vielleicht dann da sein Schlüssel im Inventar ist, weil... Hier habe ich einen Schlüssel des Turmes bekommen. So, hier haben wir... Okay, haben wir da was? Nein. Rocco wird auch nichts sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Sanchez oben alleine ist. Sanchez ist oben alleine. Und jetzt werde ich mal abspeichern. So, dann bin ich mal gespannt. So, Junge. Du könntest aber mit deinem Stamper ganz schön was abnehmen. So, erstmal gucken hier, ob einer hochkommt. Nein, kommt keiner hoch. Sanchez? Hallo? Da ist nichts zu... Wir sprechen uns noch. Seht ihr? Da ist nichts zu holen. Alles umsonst. Tja, damit haben wir schon das nächste Problem. Ich kann kein Mehl besorgen aus dem Lagerraum. Der sich ja wohl oder übelst hier befindet. Und ich habe den Schlüssel auch nicht verkauft. Ich verkaufe keine Schlüssel. So, genau richtig. Dafür brauche ich einen richtigen Schlüssel. Ist nicht hier. Schade, schade, schade. Und nu? Ja, und nu werde ich meinen Besuch Hassan abstatten. Bei Hassan meine ich abstatten. Also Alain, deine Kompetenz ist gefragt. Hassan ist mal wieder ganz woanders. Entweder wieder hier, da am Ende.
Nee, das ist falsch. Oder oben. Gucken, wie spät haben wir es? 10.34 Uhr, dann dürfte er oben irgendwo sein. Ja, ja. Oder ist in diesem einen wichtigen Raum. Moment mal, was war denn hier nochmal? Ja, stimmt, da brauche ich einen Hä? War ich denn hier schon? War der Meinung, ich hätte hier... Nee, hier war ich noch nicht. Wie kommt denn das? Da kann ich mich erinnern, da bräuchte ich einen wichtigen Gegenstand für, um dieses Gerät zu öffnen. War natürlich... Ja, klar, ich habe ja wieder einen Schlüssel von Hassan. Das müsste das Hassan-Teil sein. Dann gucken wir mal eben. Machen wir als erstes mal die Richtung. Das ist gut. Also, okay. In die Richtung? Nein. Jo. So, was haben wir denn? Ein Lederbeutel, ein sehr schwerer Verbündeter mit 500 Münzen. Das ist ja irre. So, das Gold von Armana habe ich gefunden. Ich hab's mir doch schon fast gedacht. So langsam das Gold von Armana. Da ist es unter erfüllt. Das Gold von Armana. Von dem Dieb Aramis aus Uga erhielt ich natürlich den Tipp. Bla bla bla. Ach ja, da muss ich ja wohl zahlen. Ich habe das Gold der Festung von Armana. So ist es doch gut. So, Namphore, sonst ist nichts. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Muss ich mal speichern. Und in diesem Stehkonvent dort dürfte wohl Hassan dabei sein. Da ist er auch schon. Mal gucken, ob er eine Option hat. Ja. Verdoya ist tot. Sehr gut. Dann können unsere Karawanen wieder nach Uga reisen. Du kannst jetzt zu Sanchez gehen und ihm sagen, dass er dir das Mehl verkaufen kann. Sehr gut. Jetzt schließt sich der Kreis. Okay, also, das heißt, ich kann jetzt wieder zurück zu Sanchez Mehl holen. Dann nach Uga. Und jetzt gucken wir erstmal nochmal im Logbuch nach. Wobei ja hier noch Kopfgeldjagd Uga offen ist, beziehungsweise erledigt. Ich habe Torres mitgeteilt, dass ich Verdoya und seine Bande unschädlich gemacht habe und dafür 300 Goldstücke Belohnung erhalten. Eigentlich ein mickriger Betrag dafür, dass ich mich mit so viel Räubern herumgeschlagen habe, da Torres mir jetzt verschwiegen hatte, dass ich Verdoyas Versteck in den Katakomben gefunden habe. Nachher will Torres wissen, ob die Räuber dort ihre Schätze versteckt haben, aber das behalte ich jetzt für mich. Ist ja logisch, ne? Ist auch irgendwie logisch. Guck mal weiter. Und zwar unter aktuelle Missionen Mehl für die Stadt Uga. Ja, ich habe Hassans Erlaubnis bekommen und kann jetzt zu Sanchez gehen. Hassan wird mir erst ja genau richtig. So, haben wir denn noch was? Gucken wir mal eben. Ich glaube dann nicht mehr. Geister der Toten, Schatz. Okay, dann gehen wir jetzt genau, mal zu Sanchez flippen. Das überspringe ich mal. Immer wenn ich in ein anderes Gebiet komme, fängt auch eine andere Musik an. Da brauche ich nicht mal wieder die Musikbox aus und anzuschalten. So, Sanchez sitzt diesmal. Diesmal brauchen wir ihn keine über den Schädel zu zwirbeln, denn... Hassan sagt, dass du mir das Mehl verkaufen sollst. Gut, ich verkaufe dir das Mehl. Ich habe außerdem noch ein paar andere Dinge, die dich interessieren könnten. Okay. So, es wäre fast unmöglich, seinen Hausschlüssel zu stehlen. Dann machen wir doch einfach mal eine kurze Speicherung. Und gucken aber vorher, was denn unmöglich für ein Geschick bräuchte. 155. Ob unmöglich zu stehlen es möglich macht mit so viel Geschick. Nein. Da muss ich ihn doch noch irgendwie natzen. Okay, mal gucken, ob sein Inventar sich gefüllt hat. Da ist nichts zu holen. Okay. Das ist jetzt etwas komisch. Sanchez, wach mal auf, bitte. Ich habe noch was zu erledigen. Wach auf. Ich habe vorher abgespeichert. Könnte es jetzt wieder neu laden? Oh, mein Schädel. Ja, klar, mein Schädel. Geh mir aus den Augen, dreckiger Dieb. Okidoki, dann halt eben dreckiger Dieb. Ich lade ne, nee. Nein. Ich werde die Vergessensspruchrolle sicherheitshalber mal anwenden. Moment mal, die sind ja immer alle so ähnlich. Ist das hier vergessen? Das ist vergessen, genau richtig. So, dann
Oh, sorry. Kann passieren. Mal gucken, ob er jetzt ansprechbar ist. Okay, geht. Also ich krieg dich noch. Handeln. Was denn? Was willst du denn jetzt noch? Wieso ist er denn jetzt plötzlich... Nee, da muss ich ja wohl wirklich neu laden. Sorry. Nee. Okay, Sanchez, da muss ich ja wieder auf diese legale Art und Weise machen. Also unmöglich ist sozusagen mit dem Geschick, was ich gerade eben hatte, von 155 nicht zu machen. Und dafür haben wir Säcke mit Mehl, 200. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Im Kopf weiß ich, ich habe noch 20 Säcke Mehl. Ja, es, man kann natürlich nie genug haben. Was nehmen wir denn da mal hier? Okay, nehmen wir mal so viele Säcke. Sack mit Korn. Hat er noch irgendwas anderes Spezielles, was man brauchen könnte? Hier haben wir Essenz der Heilung. Habe ich genug? Oh, nö, das war's dann. Okidoki. Supi. Dann, wo muss ich mit dem Mehl hin? Nach Uga muss ich mit dem Mehl hin. Nee. Nicht nach Uga. Nochmal gucken. Also, stopp. Zack. Mehl für Uga. Da ist es. Wir wollten das eigentlich haben, siehst du? So, der Müller Sanchez. Ich habe Hassan Erlaubnis bekommen und kann jetzt mir zu Sanchez gehen. Hassan wird mir Erlaubnis erteilen, wenn wir doch an seine Bande erledigen. Wer ist denn jetzt hier? Achso, Torres hat in Auftrag. Also bin ich doch richtig. Sorry, musste ich nochmal eben. Das ist wichtig, das Tagebuch zu lesen. Das Login. Das Logbuch natürlich. So. Das muss ich auch in meinem Forum lesen, so von wegen, dass es wirklich wichtig ist. Und Alain auch darauf hinweist: Leute, liest doch mal das Logbuch. So, und so wie es hier aussieht, können wir jetzt Torres endlich mal gute Kunde tun. Ich glaube auch, dass das... Mehlsäcke geben. Mhm, mach ich mal. Wegen dem Mehl. Hast du es? Ja, 30 Säcke. Hier. Sehr gut. Dafür sollst du 100 Goldstücke als Belohnung erhalten. Gut, dann gucken wir mal, wie unser Ruf ist. Hast du eine Aufgabe für mich? Erstmal gucken, wie der Ruf ist. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir wieder irgendwas im Hinterkopf vergessen. Wie ist mein Ruf in Uga? Nun, mal sehen. Iskara sagt, dass du tüchtig und zuverlässig bist. Du hast den Löwenjäger Tabor bewegen können, schon bald nach Uga zurückzukehren. Damit hast du dir das Wohlwollen der reichsten Händler der Stadt erworben. Du hast für Bahal einen neuen Aufseher gefunden. Er muss zwar diesen Hut bezahlen, aber trotzdem ist er dir sehr dankbar, dass du ihm geholfen hast. Bahal ist dir dankbar, dass du seine Ernte gerettet hast. Die Tomaten von seiner Plantage sind in der Tat vorzüglich. Ich bin froh, dass du dich darum gekümmert hast. Du hast den Räuber Verdoya zur Strecke gebracht. Damit hast du dir schon etwas Vertrauen bei mir erworben. Du hast uns das Mehl gebracht. Dadurch hast du deinen Ruf hier ganz schön verbessert. Viele Einwohner meinen mittlerweile, dass man dir vertrauen kann. Du hast alle Aufgaben erledigt, die man dir gestellt hat. Die Bewohner von Uga haben großen Respekt vor dir. Ich kann dir daher mitteilen, dass Tartagon mit dir sprechen wird. Geh am besten gleich zu ihm. Na, seht ihr? Dann werde ich das mal eben kurz im Logbuch angucken, ob das unter erfüllte Missionen ist. Und zwar, Mehl für die Stadt Uga. Ich habe Torres die 30 Säcke Mehl gegeben und 100 Goldstücke als Belohnung erhalten. Und was wichtig ist hier für Audienz bei Tartarun. Ich habe mir genug Vertrauen bei den Bewohnern von Uga erworben. Torres teilt mir mit, dass Tartarun jetzt mit mir sprechen will. Seltsam. Meine innere Stimme sagt mir, dass ich zunächst mit Tamara sprechen sollte, bevor ich zu Tartarun gehe. Schließlich kümmert sie sich doch um den Haushalt des mächtigen Magiers und wird einiges über ihn wissen. Ich muss daher unbedingt ihr Vertrauen gewinnen, um zu erfahren, wie ich mich mit Tartarun gegenüber zu verhalten habe. Ja, Leute, das werden wir alles in der nächsten Folge. Ne? In der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Seid ihr gespannt? Gebt einen Daumen und einen Eintrag. Und dann geht's nächsten Mal weiter. Ciao.